Guten Morgen miteinander. Morgen zusammen. Wir haben uns entschieden, heute Morgen, als wir aufgestanden sind, dass wir einen Pausentag einlegen tun, an diesem wundervollen, schönen Ort. Wir sind zuerst dort hinten gehockt, gerade neben dem Hühnerstall. Aber die Damen, die waren so laut, da war das Video wirklich nicht möglich. Es sind einfach gesprächig, ja. Die Gastgeberfamilie ist sehr nett. Wir haben lässige Gespräche, wir haben es extrem lustig miteinander, wir fühlen uns extrem wohl da. Mhm. Sie sind total authentisch, sie erleben das und das kommt also voll über. Und darum haben wir gesagt, heute werden wir nochmal da bleiben, Gastfreundschaft nochmal geniessen. Das haben wir Gastfreundlichkeit geniessen und uns erholen auch. Sie haben uns auch angeboten, das Auto auszulehnen. Es gibt so einen Ort, etwa 20 km von hier entfernt. Das ist wie ein kleines Schlösschen, wo ein Böstler, ich weiß nicht, wann hat er das gemacht, bei wie vielen Jahren? Ich weiß es nicht, aber wir können mit in die Videobeschreibung in den Link. Es gibt einen Film über ihn. Es gibt sogar einen Film über ihn, ja, da hat er uns einen Trailer gezeigt, dass ich Hühnerhaut bekommen habe, was er durchgemacht hat. Und eben er hat weder eine Architekturausbildung noch sonst irgendwie etwas. Er hat einfach irgendeinen Stein entdeckt und hat dann plötzlich die Idee gehabt und hat angefangen mit seinen eigenen Händen, ganz allein, hat er das alles aufgebaut, auch wie Statuen, die 8 Meter hoch sind. Das sieht gigantisch aus. Ja, wir tun euch dann links rein von dem Ort, dass ihr mal schauen könnt. Aber es ist mega nett, dass ihr uns das Auto anbietet. Hier nehmen wir das Auto, da haben wir den Schlüssel. Wir machen es nicht, weil man weiss nicht. Vor allem ist ein geschalteter und wir sind seit Jahren nicht mehr geschaltet gefahren. Wir wollen da auf Nummer sicher gehen. No risk. No risk, ja. Typisch Schweizer Mentalität. Egal. Ja. Wir könnten nachher auch. Ja, was machen wir den ganzen Tag heute? Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen alles ein bisschen auskundschaften, was wir dürfen. Du kannst noch ein bisschen mit den Hühnern reden dort. Mit den Hühnern noch ein bisschen reden, mit dem Hund noch ein bisschen schmusen. Ja, der Jojo. Wie heisst er richtig? Jasper. Casper. Sie haben einen Jojo getauft. Das ist, also das ist der Spitzname. Das ist so ein Goldschatz, wirklich. Ja. Schnarchelnasser ist ein Schnarchelnasser. Ja, er hockt einem auf der Schoss, nach 1-2 Minuten den Köpfchen über das Bein und dann fängt er an roffeln. Was heisst das? Roffleur. Man hat die Möglichkeit zum Billard zu spielen und sie haben dann noch so eine Minigolfanlage gebaut. Das werden wir nachher sicher auch noch ausprobieren. Mhm. Jetzt schlage ich dich hoffentlich mal. Ja, selbst spielen wir noch ein bisschen. Ja. Billard hast du schon gesagt, gell? Ja. Und dann werden wir vielleicht noch ein bisschen. Also ich werde sicher noch Fußmassage machen. Mhm. Weil der Fuß unter Fläche ist. Also der linke Fuß ist okay, aber der rechte, der tut extrem weh. Der Bügelsinn heisst das, glaube ich. Keine Ahnung. Fuß sagt man einfach. Fuß. Ja, wird noch ein bisschen Pflege gemacht heute und ein bisschen schonen und wahrscheinlich pfusen wir noch ein bisschen und ja. Also langweilig wird es uns jedenfalls nicht. Morgen geht es dann weiter. Sehr wahrscheinlich sind etwa 18 km dann auf dem Plan. Wir haben übrigens gestern in der letzten Unterkunft bereits schon über die Hälfte vom Via Gebinensis hinter uns gebracht. Mm. Die nächste Pause werden wir dann mit grösster Wahrscheinlichkeit in Le Puy en Velay dann machen, bevor es dann auf der Via Podiensis geht. Mhm. Gut, dann sehen wir uns später. Mhm. Wünsche dir einen schönen Tag. Ja, bis später. Tschüss zusammen. Tada. Genau. Heute würde ich auch gehen. Tschüss zusammen.
gib mir die mal, damit man das macht. Also schauen wir die Minigolf-Anlage mal kurz schnell an. Dann wäre da der Abschlag, dann geht es da über, dann über und dann, ah, da hinten jetzt nochmal eins, das dritte Loch. Dort hinten haben wir das vierte, das fünfte. Oh, jetzt aber. Dann nehme ich jetzt mal, das ist das sechste. Da kann man aussuchen, 7, 8 und dann hat es vorne noch eins. Dann muss man auf den Pfosten dann berühren. Und dann haben wir gewonnen. Schauen und lernen. Hui, das war aber super. Ja, jetzt kannst du dir auch mal schauen, was du besser machst. Los, los! Eieieiei, da! Fehlversuch Nummer 1. Doch? Eieiei, Kopf! Du musst noch gehen. Nein, so echt. Hast du einen Stock dazu? Ich wäre schon lange dran. Du bist schon im vierten Schlag, hallo? Oi. Oi, oi, komm! Ja, zum bitteren Ende, komm! Warte, ich kann schon rüber, wenn du jetzt versagst, dann kann ich dich nicht mehr. Komm! Yay! Das wird einfach die Freude sein. Yes! So, mal schauen, ob du jetzt den unter einmal reinbringst. Du hast 5 Schläge plus 2 Punkte. Nicht reden, machen. Ja, warte jetzt. Der liegt aber auch verdammt blöd. Ja, ja, ja. Oh, hoppla. Bevor wir losgegangen sind, haben viele in unserem Umfeld uns gesagt, sie finden das mutig bzw. sehr mutig. In der Regel habe ich einmal zurückgefragt, wieso sie das denn so mutig finden. Meistens ist die Antwort gekommen, sie würden das auch gerne machen, sie haben den Mut aber nicht. Oder andere haben gar keine Antwort auf meine Frage. Das ist doch irgendwie eigenartig. Ich habe gestern mit dem Ivan, unserem Gastgeber, noch über das Thema geredet. Und er hat mir gesagt, alle, die die Möglichkeit haben, es aber nicht machen, das findet er mutig. Ich als langsam denkender Mensch habe das erstmal gar nicht verstanden. Doch dann ist mir davon überabgekehrt und ich denke, das ist auch eine recht raffinierte Aussage. An dieser Stelle, ich finde das ein recht kompliziertes Thema, möchte ich nicht weiter auf das Thema eingehen. Aber macht euch mal Gedanken über die Aussage von Ivan. Tschüss, tschüss!
Hallo zusammen. Ihr seht, es ist relativ spät geworden. Wir sind nach dem fantastischen Nacht, die wir heute wieder hatten, sind wir noch ein bisschen verhockt mit dem Gastgeber. Wir haben viel geredet, seine Storys gehört. Er hat wirklich sehr viel zu erzählen und ist ganz eine interessante Person. Ja, wir haben so viel geredet miteinander, dass wir nachher so müde geworden sind. Er hat kein Englisch mehr können und wir haben kein Französisch mehr können. Und dann haben wir gewusst, es ist Zeit fürs Bett. Ja, wir sind von der Mucke verstochen worden. Ja gut, ja. Sind wir uns ja auch gewohnt, gell? Ja, mittlerweile schon. Ja, ich glaube, es gibt fast keine Körperpartie mehr, die verschont geblieben ist. Ja, wir haben es wirklich sehr genossen. Da. Wir haben auch heute den Tag sehr genossen. Ich konnte am Nachmittag noch ein Snickerchen machen. Meine Füße geht sehr gut. Was haben wir gemacht? Yoga, Pilates, Billard, Minigolf. Wir haben noch einen Spatz gehalten mit den Hühnern. Ciao Sepp haben wir noch gespielt. Ciao Sepp haben wir noch gespielt. Wir haben mit dem Hund geschmuset. Wir sind noch ein bisschen angelaufen auf dem Areal. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Da. Das Krasse ist, auf dem Laufen komme ich keine Blatter rüber. Aber wenn ich Billard spiele, komme ich auf den Blatter an den Finger rüber. Irgendetwas läuft da schief. Jetzt muss ich nicht auf den Finger laufen. Ja, noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Nein, nein, auf du. Also wir hatten eine wundervolle Zeit da. Sie werden ihre Zelte abbrechen und werden in 2 bis 3 Wochen an einem anderen Ort das Pilgerhaus Schied aufmachen, 600 Kilometer weiter. Das heisst, sehr wahrscheinlich werden wir nochmals Vergnügen haben, bei ihnen ganz sicher zu nächtigen zu dürfen. Das wird ein lässiges Wiedersehen werden. Mhm. Ja, morgen geht es weiter, etwa 18 Kilometer. Die Unterkunft haben wir bereits schon organisiert. Mhm. Ist auch wieder ähnlich wie da. Und wir hoffen, dass wir es so gut werden haben, wie wir es da haben. Also. Ja, wir sind einfach wir dürfen nicht zu fest. Das ist jetzt wirklich recht luxuriös jetzt für Pilgerverhältnisse. Wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt nicht den Maßstab so hoch oben ansetzen, weil das ist eigentlich fast nicht mehr zu erreichen, was wir da jetzt erlebt haben. Es kommt immer auf Gastgeber drauf an. Wenn du irgendwie eine super Einrichtung hast, aber die Gastgeber einfach nicht lässig sind oder einfach irgendwie abweisend sind, was auch immer, dann nützt das alles nicht. Da ist Kombination, das stimmt es einfach. Es ist ein friedlicher Ort, es ist viel Grün rundherum und es ist authentisch. Ja. Ja. Es ist einfach schön. So, ich glaube, genug geschwatzt. Ja. Wir sind müde. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht miteinander. Schlafen gut. Und buen camino. Tschüss.